Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. Wir zocken heute wieder ein Ründchen Yet Another Zombie Survivors. Und wir haben ja letztens einen neuen Charakter freigeschaltet. Den letzten, den es aktuell gibt, nämlich den Medic. Und ich habe mir natürlich gedacht, wir probieren den Medic direkt mal aus. Bevor wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mal an den Endlos-Modus wagen werden. Wir gehen rein, let's go. Wenn euch dieses Video natürlich am Ende gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne dem Kanal folgen. Abfahrt mit dem Medic. Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was der kann. Also, ich habe den noch nicht gespielt. Hat auf jeden Fall als Startwaffe eine ganz normale Pistole. Jetzt glaube ich auch nicht so krass. Und ist auch eher so ein Support-Charakter. Oh, er gibt uns Lebensregeneration und Lifesteal. Oh shit, okay, ich kann verstehen. Viele von euch haben mir gesagt, Medic ist in der Gruppe mit einer der besten Charaktere aktuell. Und ich glaube, ich kann verstehen, warum. Der gibt einem einfach übel viel Heilung. Wir machen aber trotzdem erstmal unsere Waffe höher. Mich interessiert, was sie für eine Waffe kriegt dann. Also zu was wir diese Waffe upgraden können. Ob wir dann auch... Ah, ich weiß gar nicht, was wir kriegen können. So ein fettes SMG. Handgun nochmal, let's go. Da sehen wir es gleich schon, was wir damit kriegen können. Syringe Gun. Oh, wir kriegen eine Waffe, die auf die Spritzen verschießt, auf die Zombies und Giftschaden macht, oder? Ich glaube, die macht Giftschaden. Also, und dann explodieren die auch noch so ein bisschen? Ja, okay, nice. Also die schießt eine Spritze auf den Gegner, der stirbt dann an der Spritze und dann explodiert der noch. Okay, das ist ganz geil. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht so ein Charakter ist, den wir jetzt alleine haben wollen von Anfang an. Also ich weiß jetzt nicht, ob der so auf Dauer funktioniert alleine, weil ich würde den sonst einfach erstmal durchupgraden. Wir könnten uns ja noch... Oh, wir könnten uns jetzt den Ghost natürlich noch dazu holen. Den haben wir ja... Ich glaube, wir holen uns den Ghost dazu, weil da haben wir ja auch was freigeschaltet. Ich hole mir ein bisschen Lebensregeneration. Weil ich finde jetzt die Skills von der Medic, die kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen, aber so richtig zum Start, finde ich, jetzt brauchen wir die nicht. Oh mein Gott, die explodieren alle nacheinander. Okay, ich nehme alles zurück, die Medic ist ganz schön geil. Wenn wir in eine große Gruppe reinschießen, dann explodieren die halt alle in dieser Gruppe. Okay, das ist fett. Das ist ja mal richtig fett. Wir machen aber trotzdem das Katana hoch, weil ich auch sehen will, was wir noch für ein Katana-Skill freigeschaltet haben letztens. Als wir Ghost gespielt haben. Wir sollten uns vielleicht auch langsam mal die Kiste holen, aber es macht irgendwie gerade übel viel Spaß, mit der Waffe von der rumzuballern. Wir gehen uns mal die Kiste holen. Wir holen uns noch ein bisschen Lebensregeneration. Und dann rennen wir mal Richtung Kiste. Dann müssen wir jetzt in den Kisten eigentlich keine Regeneration mitnehmen. Wir kriegen ja praktisch die Medpicks, Medkits umsonst, also... Warum soll ich das jetzt mitnehmen? Skill Damage, Movement Speed. Ah, ist jetzt alles nichts, was mich so interessiert. Weapon Damage und Armor. Ja, doch, das nehmen wir mit. Bisschen Rüstung. Ich glaube eh, das wird so ein Run, bei dem werden wir sehr viel Schaden nehmen können. Wir stellen 20 Leben die Sekunde wieder her. Das ist schon heftig. Da können wir hier einfach mal den Suicide-Modus machen. Dann holen wir uns doch ein bisschen Lifesteal. Warum nicht? Wir übertreiben es jetzt komplett. Ich hole mir einfach immer ihre Skills, wenn wir keinen guten Skill für den Ghost bekommen, den wir upgraden können. Und ansonsten holen wir uns einfach immer Skills für den Ghost und wir upgraden die Syringe Gun. Die ist ja mal richtig cool, finde ich, dass hier einfach alles die ganze Zeit explodiert. Und wir können auch einfach hier alles durchrennen. Was natürlich auch nice ist, wenn wir später dann einen Nahkampf Charakter ziemlich hart abgegradet haben. Mann, ich will ein Katana-Upgrade. Mein Gott, kriegen wir viele Leben pro Sekunde. Das ist ja richtig heftig. Max HP erhöhen, Weapon Damage. Nee, das sind mich alle. Weapon Fire Rate. Luck nehme ich immer mit. Das Item finde ich richtig gut.
10 Glück, dadurch kriegen wir einfach viel mehr Pickups und das macht das Game einfach so viel leichter. Und nochmal PhD. Haben wir schon 21 Leben die Sekunde. Ich glaube, wir haben sogar noch mehr. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Rüstung bekommen würden, könnten wir halt wirklich einfach stumpf durch alles durchrennen. Das ist, also ich weiß schon, welchen Charakter ich im Endlos-Modus definitiv als Charakter mit im Team haben werde. Nämlich den Medic. Ich glaube, das erklärt sich aber auch von selbst. Danger Level 2 sind wir, das heißt jetzt langsam zieht es ein bisschen an. Ich würde aber tatsächlich erstmal bei den beiden hier zusammenbleiben und uns noch keinen dritten Begleiter mitnehmen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den beiden zusammen. Wir müssen nur endlich mal das Upgrade für den Ghost bekommen, dass der auch mehrere Einheiten treffen kann. Der ist jetzt noch ein bisschen nutzlos gefühlt. Wir holen uns auf jeden Fall schnell die Kiste. Und wir bekommen Money Modifier. Nehmen wir auch mit. Kann man nur einmal haben, das Item, glaube ich. Deswegen. Oh, Run. Deswegen nehmen wir das einfach mit. Und hier werden wir jetzt keinen mitnehmen. Erstmal, hier werden wir wegschicken. Und dann machen wir PhD fertig, dann kommt das auch nicht mehr, weil das, weil die Medic-Skills irgendwie die ganze Zeit kommen. Ich will die aber gerade gar nicht haben. Wenn nämlich unser Ghost hier alle Gegner treffen würde. Endlich! Katana Splash! So, jetzt kann unser Ghost hier nämlich endlich mal aufräumen. Jetzt trifft er nämlich schön alle Gegner und wir können einfach hier durchrennen. Ich würde aber mich aus dem Fenster lehnen. Ich habe das Gefühl, wir sind nahezu unsterblich gerade. Solange ich, zumindest nachdem wir ein bisschen Schaden genommen haben, erstmal ein bisschen auf Abstand bleibe und dann kann ich wieder durch alles durchrennen. So, wir machen ihre Waffe auch fertig. Dann haben wir das erledigt. Wir können ja noch nicht die Stufe 3 Waffe mitnehmen, leider, weil das unsere erste Runde mit dem Charakter ist. Und ich habe auch schon gesehen tatsächlich, dass das erste große Update kommen soll, bald schon, Mitte August oder so. Oder Mitte, Ende August, da soll tatsächlich dann schon das erste große Update kommen mit neuen Charakteren und einer neuen Map, glaube ich. Also ich bin sehr gespannt. Das ist natürlich geil, wenn der neue Content so schnell kommt. Dass die Leute auch noch richtig Bock haben und nicht erst in ein paar Monaten, wo Leute dann schon wieder weitergezogen sind. Das finde ich auch sehr, sehr nice. Dass da die Entwickler sich schnell drum kümmern. Das ist ja oft mal was, was diese Early Access Spiele manchmal ein bisschen, ja, was heißt versagen? Es ist halt schwierig, ne, dass man dann direkt neuen Content raushaut. Aber wo dann manche Early Access Spiele einfach viel zu langsam sind und dann das Momentum, was sie am Anfang hatten, einfach verlieren, weil nichts Neues kommt. Und die Leute dann gelangweilt sind und weiterziehen. Weil es natürlich jetzt aktuell nur eine Map gibt. Klar, es gibt eigentlich ganz gut was zum Freischalten. 6 Charaktere, ein paar Fähigkeiten. Also man muss schon einige Runs machen, bis man alles freigeschaltet hat. Aber natürlich, mehr Content ist immer gut. Und wir machen das Katana voll. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was uns erwartet tatsächlich. Ich kenne die neuen Katana-Fähigkeiten vom Ghost noch gar nicht. Keine Ahnung, was der kann. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, was das Spiel da einem jetzt anbietet. Und wir nehmen hier, ich glaube, immer noch keinen mit und holen uns 1000 Cuts. Okay, ich nehme das jetzt mit. Vor uns machen wir irgendwie, oh, okay. Ah, jetzt sind wir so ein bisschen ranged eigentlich. Interessant. Also wir schlagen vor uns noch zu, aber wir treffen jetzt ganz viele Gegner um uns herum auch noch. Nimmt man mit. Wir machen das natürlich auch jetzt erstmal direkt fertig und stellen uns auch mal hier rein mit Stone Skin. Holy shit. Was ein Massaker.
Das fühlt sich richtig gut an. Also die Kombination, die gefällt mir schon mal. Mit dem Ghost kann man schön rücksichtslos auf Nahkampf gehen und mit dem Medic heilt man sich einfach die ganze Zeit. Und wenn wir dazu jetzt noch Medkit mitnehmen würden, dann wäre komplett vorbei. Lebensregeneration minus 2. Das ist gar nicht mal so viel, ehrlich gesagt. So viel, wie wir jetzt durch den Medic haben. Aber wir hätten 200 Leben mehr. Aber brauchen wir die Leben überhaupt? Ich glaube, ich nehme mit Instantly Reloads Your Weapon, wenn wir Schaden nehmen. Das heißt, wir können jetzt noch mehr mit Schaden spielen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Schaden bekommen, greifen wir direkt wieder an. Und hier werde ich auch immer noch nichts mitnehmen und uns 1000 Cuts fertig machen. So, jedes Mal, wenn wir jetzt Schaden bekommen, greifen wir direkt wieder an. Und da wir jetzt die ganze Zeit uns dann in die Gegner reinstellen können, weil wir uns eh so viel heilen, können wir praktisch jetzt nonstop angreifen. Ich mache jetzt auch noch das und den Lifesteal fertig bei der Medic. Das fühle ich auch sehr, muss ich zugeben. Also auf jeden Fall Medic werden wir mitnehmen in Endless-Modus. Ihr könnt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach die beste Kombination für den Endless-Modus ist an Charakteren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Medic bei jeder Kombination dabei sein wird, weil gefühlt der einfach viel zu viel Utility bringt. Ich weiß aber natürlich auch nicht, inwiefern der Endless-Modus dann immer schwerer wird. Ob der Endless-Modus dann einfach irgendwann so schwer ist, dass man noch einen Charakter braucht, der noch mehr Schaden macht als der Medic. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht vom Schaden her, weil man natürlich sehr viel Utility-Skills bekommt und nicht so viele aktive Fähigkeiten, Magnetreichweite. Wir nehmen Rüstung mit. Weil wir sowieso auf so Schaden gehen und nehmen hier das nochmal mit und machen das voll. Dann haben wir jetzt nochmal mehr Heilung. Stellen uns hier wieder einfach in alles rein und tschüss. Ich bin halt wirklich einfach unsterblich. Kann mir keiner was erzählen, das ist komplett broken. Och, wir haben ein bisschen Schaden genommen, das ist ja blöd. Aber ich bin schon wieder full life. Ups. Ich kann mich einfach in den großen Boss eigentlich reinstellen, ist komplett egal. Ich weiß aber jetzt gar nicht, welchen Charakter wir noch mitnehmen wollen. Ich würde vielleicht Tank sagen, weil der Tank uns noch mal ein bisschen Rüstung gibt und vor allen Dingen auch viel AOE-Fähigkeiten hat. Und die Shotgun auch eher so eine Nahkampfwaffe ist, mehr oder weniger. Es hat eine Shotgun. Und vielleicht gehen wir dann einfach auf den Tank. So, jetzt können wir uns hier Shurikens mitnehmen. Die habe ich noch gar nicht eingepackt. Diesen Run. Schmeißen wir zwischendurch mal ein paar Shurikens, die auch noch ein bisschen Schaden machen. Finde ich persönlich jetzt nicht so krank, den Skill. Also ich denke, wir werden da jetzt den Tank mitnehmen beim nächsten Survivor. Machen aber jetzt die Shurikens voll. Und holen uns hier Dodge Chance. Let's go. Dann können wir sogar noch ausweichen, wenn wir Schaden bekommen würden. Oh mein Gott, das ist der perfekte Unsterblichkeitsbild. Jetzt haben wir noch mehr Dodge. Man kriegt ja ein bisschen Dodge durch den Ghost auch. Ich glaube 2,5%. Dann haben wir 10 durch das Barrel. Also haben wir insgesamt jetzt 12,5% Dodge. Was mit all unseren anderen Fähigkeiten zusammen, glaube ich, eine sehr gute Kombination darstellt. Und nochmal ein Rubin. Das wäre auch nicht schlecht. Critical Chance. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt einfach erstmal die Shootings fertig. Ich glaube, ich nehme doch noch nicht den Tank mit. Ich bin eigentlich aktuell so zufrieden. Und ich will jetzt einfach nur schnell die anderen Fähigkeiten voll machen. Dann können wir den Tank am Ende immer noch durchballern. Ja, so machen wir das, glaube ich. Das heißt, wir nehmen jetzt wieder keinen mit. Machen die Shootings fast fertig. Und dann haben wir die Shurikens durch. Jetzt haben wir nur noch das Crypt-Protokoll und das schießen wir dann auch schnell durch.
und dann können wir uns den Tank holen. Ich glaube, das ist am besten, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass wir den Tank unbedingt brauchen. Klar, das ist natürlich nice to have, aber wenn ich mir hier angucke, wie ich wirklich einfach durch die Gegner durchrennen kann, ohne dass es meine Charaktere irgendwie interessiert. Das interessiert sie einfach überhaupt nicht. Weapon Fire Red würde ich tatsächlich, glaube ich, mitnehmen. Dass wir einfach ein bisschen schneller angreifen mit unserem Ghost. Die Angriffe von unserer Medic-Waffe sind jetzt nicht so wichtig. Der Ghost macht hier, glaube ich, den ganzen Schaden. Medic hilft ein bisschen. Aber Medic ist halt eher fürs Heilen da. Und wir machen nochmal ein bisschen Geld und Level Up. Vor allen Dingen lohnt es sich auch für uns einfach, das Geld aktuell noch mitzunehmen. Dann können wir uns ja in dem Shop noch ein paar Upgrades gönnen. Und je mehr Geld wir haben, desto mehr Upgrades können wir uns gönnen. Also das lohnt sich definitiv. Sind bei 12 Minuten 40 bis jetzt eigentlich, ich sage, noch gar keine Probleme gehabt. Also wirklich gar keine Probleme. Wo ist die nächste Kiste? Bei den Kisten will ich, glaube ich, am liebsten einfach Schaden haben. Alles andere brauchen wir eigentlich nicht mehr. Oder, ja, ein bisschen mehr XP geht eigentlich auch. Wir nehmen noch ein bisschen XP mit, dann leveln wir schneller. Das lohnt sich natürlich auch. Aber irgendwie Attack Speed oder einfach Schaden würde uns, glaube ich, bei unserer Situation aktuell ein bisschen mehr helfen. Weil wir sonst eigentlich nichts mehr brauchen. Ich meine, wie schnell ich voll bin. Ich stelle, wie viel Leben? Irgendwie fast 40 Leben pro Sekunde wieder her. Wir haben kein Med-Kit mitgenommen. Also ich stelle 40 Leben pro Sekunde her, ohne dass wir überhaupt ein Item mitgenommen haben, was uns mehr Leben heilen lässt. Nur durch den Medic. Ich könnte jetzt noch 3 Medkits mitnehmen, theoretisch. Das heißt, wir hätten fast 60 Leben pro Sekunde, die wir wiederherstellen würden. Was doch schon ziemlich overpowered klingt. Und damit haben wir jetzt alles fertig. Jetzt können wir den Tank noch mitnehmen, obwohl wir den eigentlich, also wenn ich jetzt was anderes kriege als den Tank, würde mich auch nicht stören. Weil ich nicht der Meinung bin, dass wir den Tank jetzt unbedingt noch brauchen, um diesen Run hier zu gewinnen. Die Oma machen wir auch easy weg. Wir können uns in die Bossgegner einfach immer reinstellen. Nächste Kiste nehmen wir mit. Und wir kriegen Duct Tape. Weapon Reload Time ist jetzt nicht so heftig für uns aktuell, weil ich gar nicht weiß, wie das funktioniert mit dem Ghost, weil der ja nicht nachlädt. Wir nehmen Geld mit natürlich. Ob der dann trotzdem schneller angreift, weil das der Cooldown von dem Schwert halt als Nachladen angesehen wird, das weiß ich nicht. Aber jetzt geht's auf zum SOS-Signal und wir holen uns die dritte Einheit im Bunde. Und wir kriegen leider nicht den Tank. Aber das ist nicht so schlimm. SWAT tatsächlich würde ich ja auch mitnehmen. Aber Engineer, wir haben nicht so viele Skills. Ich würde tatsächlich, glaube ich, einfach den SWAT mitnehmen. Aber nee, komm, ich will schon den Tank haben. Ich glaube, der Tank ist für unsere Strategie besser. Wegen der ganzen Explosionen. Ich probiere noch einmal den Tank zu bekommen. Falls wir den Tank nicht kriegen, dann nehmen wir einfach irgendwas mit, was wir gleich bekommen. Ist auch in Ordnung. Aber einmal will ich es probieren, dass wir den Tank absnacken. Jetzt können wir natürlich bei den Level-Ups einfach nur noch Geld mitnehmen.
Man merkt dieses Luck-Upgrade aber schon wirklich heftig, muss ich zugeben. Also, wie viel mehr Zeug man einfach droppt, wenn man diesen Teddybär mitnimmt. Obwohl, da steht 10 Luck mehr, was jetzt nicht so heftig klingt. Aber in der Praxis macht es schon einen gewaltigen Unterschied bei den Drops. Oh, ich habe gerade ein bisschen wenig Leben, fällt mir auf. Vielleicht sollte ich doch nicht übertreiben. Also vielleicht doch nicht in alles reinstellen. Vielleicht noch ein bisschen Respekt vor den Gegnern haben. Aber mit Stone Skin können wir uns easy wieder hochheilen. Alles gut. Und wir nehmen nochmal Money mit. Und jetzt holen wir uns hier hoffentlich nochmal ein geiles Upgrade. Slingshot, Critical Chance, Max Health erhöhen. Ich würde ein bisschen Crit mitnehmen. Ist okay für mich. Und jetzt holen wir uns einfach irgendeinen, der dazukommt, weil ich doch, glaube ich, langsam eine Person mehr vertragen könnte im Team. Wir sind nämlich schon auf der Zielgeraden, nur noch 3,5 Minuten. Das heißt, wir sollten uns vielleicht langsam jemanden holen. Und wir kriegen Tank. 10 Rüstungen mehr ist sehr, sehr nice. Genau das wollen wir, dass wir noch ein bisschen mehr aushalten. Und jetzt einfach die Skills vom Tank durchballern. Jetzt haben wir ja keine anderen Skills mehr, die wir kriegen können. Und wir machen, glaube ich, die Shotgun einfach erstmal hoch. Weiß nicht, ob wir den Raketenwerfer noch schaffen, aber ich würde sehr gerne versuchen, den Raketenwerfer zu kriegen noch. Aber kann sein, dass wir dafür nicht mehr genug Zeit haben. Weil wir jetzt natürlich auch nicht mehr so ultra schnell leveln, weil wir schon so ein hohes Level haben. Jetzt kriegen wir hier nochmal Weapon Fire Rate, Movement Speed. Ich würde nochmal Weapon Fire Rate nehmen. Schneller angreifen ist immer gut. Boah, Stone Skin ist halt auch so chillig jetzt. Haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, es sollte eigentlich kein Problem werden. Also wenn ich das hier so einschätze, was wir hier haben, glaube ich nicht, dass uns die Gegner nochmal wirklich gefährlich werden können, wenn ich aufpasse. Wenn ich einfach zwischendurch mich ein bisschen heile und nicht zu gierig spiele, dass ich wirklich jeden Hit mitnehme von jedem Bossgegner, dann sollten wir eigentlich hier keine Probleme mehr haben. Ah, wir machen direkt nochmal die Shotgun weiter, dann können wir so nächstes Upgrade schon auf eine Auto-Shotgun upgraden. Die ein bisschen mehr reinknallt. So, zack, Pump-Action, let's go. Boah, jetzt wird hier einfach mal alles weggesprengt auch. Weil jetzt noch den Raketenwerfer hätten, das wäre heftig. Oh, das war ein bisschen knapp. Den muss ich nicht unbedingt mitnehmen, weil der macht irgendwie 300, 400 Schaden. Das muss nicht unbedingt sein, wenn es sich vermeiden lässt. Und hier kriegen wir Weapon Fire Rate und Move. Ah, nochmal Rüstung. Auf jeden Fall nochmal Rüstung. Uiuiui, jetzt kommt ja da doch einiges. Wir sind natürlich sehr, sehr nahkampflastig. Das heißt, es ist gar nicht mal so einfach, Gegner zu treffen, die so weit weg sind und viel rumlaufen. Gerade diese Ketten hier, die auf einen drauf sprinten. Aua, der ist richtig durch mich durchgerannt. Aber egal, wir haben Heilung, alles gut. Soll er durch mich durchrennen, wenn es ihm Spaß macht. So, Pump Action, wir schaffen sogar noch den Raketenwerfer, glaube ich. Halbe Minute haben wir noch. Wird auf jeden Fall knapp. Ich muss die großen tot bekommen, weil die uns sehr viel XP geben. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Stone Skin, let's go. Und, na, wir schaffen es nicht mehr, glaube ich. Ich habe Stone Skin, ich stelle mich jetzt einfach auf die Bosse drauf.
Komm schon, bevor es vorbei ist, noch den Raketenwerfer. Nein, nicht geschafft. Aber wir haben gewonnen. Sterbt. Das war's. Zombies sind tot. Wir haben es geschafft. Geiler Run. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich der beste Run, den ich bis jetzt in dem Spiel hatte. Also die Medic, die fühlt sich schon verdammt stark an. Man sieht es hier, glaube ich, auch. Ghost hat 5000 Gegner gekillt und Medic hat 1098 gekillt. Also Medic ist wirklich eher für einen Support da. Und wir schalten frei Pillen. Wir verlieren Leben, aber wir kriegen mehr Lebensregeneration. Und wir schalten hier irgendwas zum Upgraden frei für die. Keine Ahnung. Das müssen wir dann im Endless-Modus mal testen. Aber wie gesagt, wir werden nächsten Run dann in den Endless-Modus gehen. Wir können uns hier nochmal ein bisschen was kaufen. Invincibility Frames können wir uns mal kaufen. Critical Hit Damage. Ja, ist nice. Critical Hit Chance könnte man ein bisschen kaufen. Ein bisschen mehr Glück. Das ist, glaube ich, sehr, sehr nice. Mehr Experience ist auch immer gut. Und dann noch ein paar mehr Leben. Können wir uns noch irgendwas für 2 kaufen? Glaube nicht. Nope. Können wir uns nichts mehr kaufen? Das war's. Eine weitere Folge Zombie Survivors. Ich hatte sehr viel Spaß. Cooler Charakter. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir werden, wie gesagt, dann im Endlos-Modus mal schauen, was wir so reißen können. Schreibt mir nochmal gerne rein, was ihr meint, was für den Endlos-Modus so die beste Strategie ist und die beste Combo ist, wie man am weitesten kommt. Ich bin sehr gespannt und ich wünsche euch allen natürlich noch eine schöne Woche. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und vielleicht bis zum nächsten Video oder Stream auf meinem Kanal. Bleibt gesund, haut rein, Leute. Ciao, ciao.